Ableistlen. Marsch! Information zum Abholen des Kinderkönigs vortreten. Der König möchte jetzt ein paar Worte an uns richten. Werte Schützenschwestern, werte Brüder, werte Weihnachtsmänner, werte Feuerwehr und Spielmannszug, ich möchte euch zu einem kleinen Umzug einladen. Danke dafür, dass ihr uns abgeholt habt.
nicht. Ein dreifachen Gut. Schuss. Gut. Schuss. Gut. Schuss. 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 Luft holen. Auf unseren Kinderkönig. Ein dreifachen Gut. Schuss. Gut. Schuss. Gut. Schuss. Gut. Schuss. Fahnen ab. Und nach vorne weg. Gut, ne? War ein Junge, ja? Ja, schön.
Rechts und zu. Rechts um. Formation zum Abholen unserer Schützenkönigin. Vortreten! Wir begrüßen unsere Schützenkönigin mit einem dreifachen Gut! Schuss! Gut! Schuss! Gut! Schuss! 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 Die Schützenkönigin möchte gern das Wort an uns richten. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, werte Vereine, die uns heute die Ehre geben. Ich freue mich, dass alle Vereine so zahlreich hier erschienen sind und ich bitte jetzt zu einem kleinen Umdruck. Danke. Thank you.
Thank you.
Eintracht. Das Ortschaftsrat ist in Eintracht. Die Eintracht recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr uns die Ehre gegeben haben, das alte Harzer Brauchtum, die Schützenfeste im Harz, zu beleben. Wir huldigen unseren Schützenfest mit einem dreifachen Schuss! Thank you.
bei vielen Helfern, die uns jahrelang unterstützt haben. Das ist einmal die Freiwillige Feuerwehr Altenbrak, die uns noch unter dem Umzug begleitet und herzlich hat. Dann ist es im Prinzip die Julia Basler, die uns immer die Scheiben malt für Hubertus bzw. irgendwelche Schilder. Dann ist es der Schützenverein Wiedrode, der uns dolle unterstützt bei der Auswertung unserer Schießergebnisse. Das ist der Bauhof von Altenbrak. Ein recht herzliches Dankeschön. Ein großer Dank gilt unserem Ortsbürgermeister, solange er noch was zu sagen hat. Das nächste ist die Kurverwaltung von Altenbrak. Ein recht herzlichen Dank. Und der letzte Dank gilt natürlich nicht ganz ohne Trost. Das ist die Stadt Thale mitsamt ihrem Bürgermeister Thomas Pasowski. Bevor wir jetzt zu irgendwelchen Proklamationen kommen, möchte ich nochmal ein Dankeschön sagen an Harry Paul. Bitte mal nach vorne. Lieber Harry, viele Jahre kommst du hier mit deiner Teilermaschine zu uns gefahren. Wertest immer sachgemäß aus. Wir haben noch nie Probleme gehabt dadurch. Wir bedanken uns recht herzlich dafür und möchten dir einen kleinen Präsent geben. Und noch ein großer Dank gilt natürlich unserem Einheimischen, Birkenkönig Manfred Pfeiffer. Wo ist er? Komm bitte nach vorne. Der Zaunkönig haben sie so gesagt, weil er war für die Kleintiere vielleicht. Nein, unser Manfred ist derjenige, der sich die Birken anguckt. Wo werden sie geschlagen, wann werden sie geschlagen, wie groß sind sie. Und die, die mit der Motorsäge umgehen müssen, die kriegen manchmal ganz schön viel Dampf von ihm. Also, wie hoch muss man absägen? Darf man noch was liegen lassen? Manfred, recht herzlichen Dank. So, kommen wir zum Ablöse Herzogspokal 2011. War Wienrode. Wienrode, bitte ein Abgeordneter nach vorne. Harry, immer die gleiche. Wir haben uns mal dieses Jahr was anderes einfallen lassen, sonst gab es immer einen Ablöseteller. Heute gibt es so einen kleinen Ablösepokal. Ich hoffe, auch den könnt ihr euch irgendwo in der Ecke, in irgendeiner Vitrine mit reinstellen. Kommen wir zur Auswertung der diesjährigen. Ja, normalerweise der Schützenverein Altenbrak hat sich ruhig hier vorne hinstellen. Ich meine, dafür seid ihr ja Einheimische. kommen wir zur neuen Herzogspokalvergabe. Herzogspokal 2012. Dritter Platz. Stecklenberg mit 195,2 Ringen. Nehmen wir den zweiten Platz. Tim Rode mit 198,1 Ring. Ja, das macht er gerne. Dann kommen wir zum ersten Platz. Wie kann es auch noch sein? Wienrode mit 204,9 Ring. Wir sind schon bald am Überlegen, ob wir das für euch lassen.
Es ist natürlich auch so, Harry, also das kann jeder bezeugen, ihr bescheißt wirklich nicht, auch wenn er das auswertet. Wunderbar, eintreten. So, kommen wir zum Gästepokal. Gästepokal 1912 ist der dritte Platz. Steffen Fürke mit einem Teilnahme von 45. Der zweite Platz geht an, ja, bleibt mal hier stehen, Peter Hinze mit einem Teilnahme von 27. Und der erste Platz im Gästepokal geht an Sandra Köter mit einem Teilnahme von 14. So, kommen wir zu einer Neuerung hier in Heldenbrak. Und zwar haben wir das allererste Mal in diesem Jahr eine Kurtax-Scheibe ausgeschossen, gesponsert von unserem Ortsbürgermeister Ralf Ruther. Schon einen leichten Anklang gehabt. Ich denke mal, wenn wir das noch ein bisschen publik machen, wird es im nächsten Jahr mal besser. Die Gäste, die hier in Heldenbrak Urlaub machen und mitschießen möchten, waren im Prinzip immer ein bisschen benachteiligt, weil die meisten in irgendwelchen Vereinen sind und ich sage mal, da kann man keine Verhältnisse ziehen. Und so haben wir gesagt, wir machen was extra und dann hat der Ralf gesagt, gut, ich spaziere eine Scheibe und das ist ganz gut angekommen. Der dritte Platz geht an Norbert Peters mit einem Teiler von 42. Norbert Peters, ist er hier? Prima. Golli, das ist bestimmt ein Gast von dir. Ja. Der zweite Platz geht an Max Peters. So, und die Scheibe das erste Jahr in Heldenbrak kann abholen Sebastian Weiß. So, kommen wir zur Budetal-Scheibe. Wir müssen dazu sagen, wir haben den Taler genommen und mussten dann nachher nochmal, Harry, auf 10. gehen. Den dritten Platz hat Fred Rosa mit einem Taler von 42. Er hat gesagt, er hat die Luft mit, er bezahlt gerne an der Jacke auf den Platz. Die Abmahnung bezahlt. Genau, die muss einfach die Abmahnung. Der zweite Platz geht an Georg Bars. Nicht mehr da oder eventuell Stecklenberg, eventuell nicht da. Gut, wichtig ist der erste Platz und da ist ja auch immer, wo die Bulltal-Scheibe hingeht und wo sie angemacht wird, wo es was zu trinken gibt, wo wir gerne hinfahren. Peter Hinze. Was Neues? Nein, Feuer! Schon mit dem Boden!
Dazu ist zu sagen, dass diese Polterscheibe schon öfters ausgeschossen wurde. Gesponsert ist sie von der Familie Steffen aus Altenprag. Und wir fahren immer wieder gerne hin und nageln sie wieder. Ja, wir hatten die erste. Ja, nochmal eine kurze Information. Der Schütze, der die Kurtak-Scheibe geschossen hat, möchte noch einen Augenblick auf alle Fälle vorbei, weil wir noch ein schönes Foto mit machen wollen. So, kommen wir zur Altersklasse, die noch mit einem Lasergewehr bei uns schießen müssen. Da ist der dritte Platz gegangen an Jasmin Schumitzki. So, der zweite Platz geht an Jonas Stunz. Der Jonas Strunz ist er da? Eindeutig. Gar nicht Ivo. Doch nicht. Also ehrlich, der erste Platz geht an Lichtenegger Sophia. So, kommen wir zum Volksjugendkönig. Volksjugendkönig 2012. Ist der zweite Platz gegangen an Luca Stawsneski. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Langer, kennst du den? So, erster Platz ist Marcel Schumitzki. Marcel, wir müssen uns nochmal unterhalten, ob wir dich von der Oma abholen oder von Opa, also besser. Kommen wir zum Volkskönig. Dritter Platz, Marco Reuniger. Zweiter Platz, Volkskönig Manfred Pfeiffer. Lecker, der Bier. So, kommen wir zum ersten Platz und Volkskönig 2012, Hans-Jörg Reuniger. Der Egel Zweite hat es endlich mal geschafft. Kommen wir zum Jugendkönig. Der dritte Platz, Michel Pfeiffer. Du darfst den Bartus hier bei den Jungen mit. Der zweite Platz von den Jugendkönigen geht an Vincent Paul.
So, Jugendkönig 2012, Alex Weiber. Willkommen zur Königin 2012. Wir machen auf alle Fälle als Ablöser um, kriegt die ehemalige Königin Wilfrieda unseren Ablöser um. Die Kette nehmen wir in den Fang. Und unser amtierender König Heiko gibt ebenfalls seine Kette bitte zurück und kriegt auch seine Ablöser. Gut. So. Kommen wir zum dritten Platz. Königin 2012. Silke Heumann mit einer 10 und einem Taler von 84. Zweiter Platz mit einer 10 und einem Teiler von 73, Conny Paul. So, Königin 2012 mit einer 10 und einem Teiler von 38. Lichtenegger Kassi. So, dann kommen wir zu den Schützenkönigen, also den dritten Platz. Platz? Heumann Hansi. Guck mal hoch, der Hansi kommt mit der Klappe runter. Das ist der zweite drin. Ja, muss ich auch mal machen. Schön mit der Vereinigung. Wir kommen zum zweiten Platz. Und zwar eine 10 mit einem Teiler von 69, Markus Lichtenegger. Wäre schön gewesen, wenn du das mit Gassi zusammen warst, aber hat nicht geklappt. Außerdem ist er so günstig mit dem Bierverteil. Kommen wir zum Schützenkönig 2012 mit einer 10 und einem Teiler von 6. Ralf Hude. Verstrahlen sich, sie waren schon mal und denke mal, wir haben da alle Nutzen von. Schönen Dank an die Eminenzen.
noch einen kleinen niedlichen Nachmittag, einen erfolgreichen Abend. Musik ist auf alle Fälle vorhanden. Und ich denke mal, nächste Woche ist sicherlich ein Wackes Harzfest, dass der ein oder andere hier doch nochmal anreist und uns hier auch in einem Wack besucht zu unserem Harzfest. Bis dahin und bis zum nächsten Jahr. Schönen Dank, Schützenverein Einbach. Danke.